Grüß euch, Leute. Wählen Sie die hier brauchen, gerade jetzt in der Mauser, die besondere Hilfe Ihres Herrlis oder Fraulis, je nachdem, was man was halt haben. Denn gerade jetzt ist das Thema Feuchtigkeit sehr, sehr wichtig. Wenn eure Tiere so zahm sind und sich von euch kraulen lassen, dann haltet sie bitte nicht fest. Mit dem Zeigefinger an der Stelle kraulen, da wo es der Vogel mag. Aber vorsichtig, das wisst ihr. Nur, neben dem normalen Vogelhäuschen wäre zum Beispiel angebracht, wenn ihr euren Tieren einen sogenannten Brunnen zur Verfügung stellt. Den gibt es ganz normal zum Kaufen. Und auch online kennst du ihn bestimmt, gibt es sehr, sehr günstige Modelle. Und daraus können die nicht nur trinken, sondern auch über das Gefieder das Wasser drüber laufen lassen. Denn das ist gerade jetzt so wichtig, weil sie ja natürlich durch das Gefiederwechsel, durch das Untergefiederwechsel die Feuchtigkeit so sehr brauchen. Beim Futter kann ich euch nur empfehlen, dass zum Beispiel einmal in der Woche ein Gurkenstickerl anbietet, lebender Hirse oder Petersilie. Ist auch sehr wichtig, denn Wellensittiche fressen ja nicht die Petersilie selber, sondern nur das Gestänge oben. Wenn ihr einen Käfig habt mit einem Dach, da könnt ihr einer ja zum Beispiel mal die Petersilie reinhängen lassen und dann oben praktisch anmachen. Die werden dann raufklettern und werden versuchen, den Saft rauszukriegen. Denn gerade in der Mauser sind auch die Tiere sehr, sehr empfindlich, was Stimmungen betrifft. Vermeidet bitte Lärm. Vermeidet laute Geräusche, wie Fernseher oder Radio. Redet in ruhigem Ton mit ihnen. Und spielen ist auch sehr, sehr wichtig. Ich kann jetzt noch einmal betonen, ein Badehäuschen ist in der Mauser eindeutig zu wenig. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe jahrzehntelang selber Wellensittiche gehabt. Ich habe meinen letzten zum Beispiel mit so einem Spritzer für die Pflanzen angespritzt, wenn er in der Mauser war. Der hat das richtig genossen, der hat richtig die Flügel aufgemacht und hat sich da reinspritzen lassen, dem hat das richtig taugt. Der hat dann auch gepiepst, als ob er sagen wollte, danke Herrli. Denn gerade auch nach der Mauser sollte man das Fressen nicht umstellen. Wellensittiche mögen zwar die Veränderungen, manche kommen mehr zurecht, manche aber weniger. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euren Vogel bezüglich Brainstorming, also wenn ihr euch einen Vogel ein bisschen ein paar Rätsel lösen lassen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel das Futter in einem Gefäß verstecken. Sagt es ihm vorher, er wird es selber rausfinden, wie er daran kommt. Und lobt es noch vor ihm dann. Das Loben nach dem Finden des Futters ist sehr, sehr wichtig. Das sagt dem Vogel, aha, ich habe das jetzt gut gemacht, Herrli oder Frauli oder beide sind wahnsinnig stolz auf mich. Spiele, da wo die Vögel mit sehr, sehr viel gefordert sind, bezüglich Futter oder Gitterballe, das sind sehr, sehr wichtig.
Denn auch später im Alter und wählen sie dich hier kennen im Ernstfall umgerechnet in Vogeljahr. Bis zu 25 Vogeljahre werden, das sind 50 Menschenjahre. Das wird euch dann nicht der Sport bleiben, denn auch im hohen Alter wollen sie gefördert werden. Danke fürs Zuschauen, bleibt cool und gesund, pfiat euch bis zum nächsten Mal, euer Mike.